Hallo und herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator. Wir sind immer noch im Colorado DLC unterwegs und wir befinden uns gerade im wunderschönen Fort Collins. Hier auf irgendeiner Farm, die mit Gewächshäusern irgendein Zeug herstellen. Das haben sie alles in die Container reingepackt und das fahren wir jetzt weg. Nämlich nach Sterling. Und da starten wir jetzt. So, Angel Eyes auf Zündung und Feuer frei. Was wiegt die Kiste hinten drauf? 18 Tonnen mit Mehl. Keine Ahnung, was die hier zermahlen haben. Macht ja nichts. Hauptsache, wir kriegen unser Geld dafür. Und dann wollen wir mal gucken. Gehen wir mal an Ernie und Bert vorbei. Die interessiert die jetzt ein bisschen wenig. Na gut. So. Aber jetzt. Oh, guck mal, Förder haben sie hoch. Hallo. Da vorne sprühen sie gerade Pestizide. Schön. Wir haben Fenster unten. Einwand frei. Genau so möchte man das doch haben. Okay. Also wenn ich im Rückspiegel gucke, dann bin ich doch stark überzeugt von der Wahl, die ich getroffen habe, dass der Anhänger an dem LKW gut aussieht. Pass mal auf. Da. Oder? Aber voll. So kann man doch rumfahren. Geht doch klar. Wir müssen links rum. Ah, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Boah, was ist denn für ein Stau? Ja, Halleluja! Da sind wir hier aber auf der richtigen Spur unterwegs anscheinend. Das ist aber schön. Warte, Mike, machen wir hier noch ein bisschen. So. Edle weiter, edle weiter. Und nochmal ein bisschen. So. Hier ist doof belichtet, aber so. Jo, okay, Feuer frei. Wegtechnisch hatte ich das ja schon mal angepasst. Ihr habt richtig? Richtig. Also wir fahren in der Werkstatt, machen einen LKW heile, fahren danach hier vorbei. Wird wahrscheinlich doch bloß ein Arbeitsamt sein oder sowas. Und dann sind wir auf dem Kurs. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? So, auch für das Emblem von Star Trek von beiden. Schön. Scheibe unten? Nö. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. Viel zu schnell. So, wir fahren hier in eine Ortschaft. Also maximal, ich mach mal dann 39. So. Wobei, da kommt eh schon wieder Ampel, von daher ist es hinfällig. Ich weiß nicht, ob das eine gute Wahl war, hier rüber zu fahren, weil wir müssen eigentlich gleich nach rechts und dann in die Werkstatt drin, aber ich will mal hier an dem vorbeifahren. Fantasie. Alter, 25 nur. Puh, Leute. Junge, gib alles. Komm. Ah, da vorne ist wieder die Rennleitung. Aber okay, wir haben übrigens noch eine Ampelkreuzung. Vielleicht schaffen wir noch den LKW zu überholen. Ich glaube da nicht dran, deswegen fahren wir mal dahinter.
mir echt jede Ampel rot, ne? Jede. Ach ja, schön. Oh, schöne Gebäude. Ich hatte ja nicht nach hinten geguckt, ob da frei ist, wo ich hinterm LKW fahren bin, aber scheint ja so. Dann hätten wir schon uns mit dem Bus da connected und da kam ja keine Meldung, also alle Dude. Machen wir hier mal einen Abstecher, machen den LKW wieder heile. So, bitte repariere, Alter, 2,5, teuer das Ding. Also kaputt fahren ist echt böse, böse teuer. Ah, halt, warte mal. Wenn wir schon mal da sind. Ha, schön bescheuert angehalten. Dann will ich hier mal was ändern, denn diese komische Kabelei und die Trailer, die verstehen sich aber überhaupt ja nicht. Deswegen muss hier was anderes her. Was sind das hier an der Seite gewesen? War das hier an der Seite? Nee. Nee. Okay. Ja, dann machen wir hier doch leider original. So doof es aussieht, aber ist halt so. So. Okay. Wenn wir den weglassen, wo macht er denn ran? Das muss mich mal, ne? Weil, und genau, wenn wir das nämlich komplett, also richtig entfernen können wir das nicht, ne? Eins muss er haben. Oder? Dann packt er das. Nee, wegmachen können wir das Ding nicht, aber. Naja, okay. Weil jetzt glitscht da immer der Trailer durch. Das ist auch nicht so das grüne und gelbe vom Ei, aber. Noch eine Idee, wenn wir mal das andere ausprobieren hier, wo man das denn ja nicht mehr sieht. Warte mal, was ist denn das hier? Ein anderer Rahmen? Ne, der bleibt schwarz, oder? Ne, schwarz bleibt der. Hier machen wir nichts, okay. Pass auf, wir nehmen mal das. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, jetzt knotet der die irgendwo da unter. Oh, dann haben wir nicht mehr, wo die Trailer drin rumspacken. Und dann ist das, glaube ich, für mich die bessere Variante. Ja. Ey, der kommt doch von da, wo wir waren. Hier wieder Klimbim anschalten und den und so und oh, das war zu viel. So, okay. Jetzt kann ich losgehen. 138 Meilen, da haben wir noch ein bisschen zu fahren. Und so wie den Anschein hat, besteht dieser Start fast ausschließlich nur aus Landstraße und
verwinkelten, verwuschelten Straßen und ja. Deswegen Eile ist geboten. So, Scheibe runter, weil wir sehen hier nichts. Richtig. So. Genau. Laufer Trucking Inc. Behälter. Und Mr. Evergreen ist weg. Hinter uns, schade. Alter, ist grün, Leute. Fahrt doch, fahrt, fahrt. Alter, macht der Trödelmeich oder was? Das ist ja geil. Das war doch voll gelb, Junge. Spitzt ja, aber. Voll das schöne Auto, Mann. So, oh, oh, oh. Weiter im Text. Trödeln sollten wir nämlich nicht, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. Also, ne, so ein bisschen so. Oh ja. Donut Planet. Drive-Through. Spielplatz haben sie hoch. Wie schnell darf man hier fahren? 55 Meilen? Okay, dann fahren wir hier glatte 60. Das machen wir. Da vorne ist eine Brücke, oder was? Nee, hä? Wie viele Ampeln, die rot sind? Schon mal schön. Ja, achso, der geht hier über den Highway rüber, die Brücke. Die ist aber dann hübsch. Okay, okay, okay. Schön erstmal den Bus abgezogen hier an der Ampel. Haha. Mit 18 Tonnen Mehl. Und ich weiß nicht warum, aber ich hätte halt trotzdem immer noch Bock auf so einen Volvo-LKW. Alter, Peterbilt ist aber auch geil. Aber ich hatte gesagt, ich fahre jetzt hier mit dem LKW DLC durch, weil ich nicht wieder in San Francisco starten möchte und Geld haben wir dafür gerade sowieso nicht. Deswegen werden wir hiermit wohl weiterfahren. Aber ich, wie gesagt, ich mag das Ding hier auch. Also wenn jetzt nicht wieder irgendein Update kommt und mir alle zerschießt und ich wieder denke, jo, vielen, vielen Dank für nichts, dann fahre ich mit dem Ding hier jetzt so weiter, weil optisch ist ja top. Kannst du nicht meckern. Ist echt ein schönes Auto. Deswegen mache ich davon nochmal ein Bild. Und noch eins. Weil der Anhänger passt auch sehr schön dazu. Also, ne? Oh, Alter. Ah. Jetzt habe ich wieder Puls. Sehr schön. Nee. Was ist das denn? Ich glaube, das soll nicht so sein. Na gut, das ist ja auch erst noch frisch draußen und da kann man nur noch ein bisschen was patchen und, ne? Die haben ja noch genug Möglichkeiten für neue Updates und so weiter. Also, ne, da kann man einem das Spiel schon mal wieder kaputt machen. So ist es ja nicht. Hier ist ein riesen Rinderstall. Riesige
Bewässerungsanlage, okay. Also hier ist viel mit... machst denn du hier, Junge? Hier ist sehr viel mit Agrar und so. Exit. Wir fahren hier aber rüber. Jetzt richtig fahren? Ja. Glück gehabt. Hätte auch andersrum lang gehen können, aber ich glaube, da werden wir im Gegenverkehr fahren, oder? Und jetzt hier Feuer frei. 65 Meilen noch. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Hier ist wieder doll Wüste und fast ja keine Büsche, nur alle trocknet Gras irgendwie. So ein schöner LKW, Mensch. Ja. So, Tempomat bei 80. Und dann lass rollen das Ding. Ja, wir dürfen weiterfahren, ist aber nett. Ich hatte letztes Mal eine Fracht, da musste ich echt an jeder Wiegestation anhalten. Und das waren 800 Meilen Tour gewesen. Ha, schon echt, echt nervig irgendwann. Deswegen bin ich um jede Wiegestation froh, wenn die sagt, jo Digga, fahr durch. Kein Thema. Meilen, ich glaube, wir sind bald da. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, weil das sind ja doch ein paar Streckenabschnitte, wo Fragezeichen sind, wo wir nicht lang gefahren sind. Soll ich da hinfahren und wir gucken uns das an, oder soll ich da nicht hinfahren? Ich weiß es nicht. Also die Städte, die frühstücken auf jeden Fall ab. Und da muss ich mal sehen. Weil die sind ja nicht so weit auseinander, wie das den Anschein macht. Also wir kommen recht gut voran. In manchen Folgen so ja zwei Städte mit ihnen mal, was ich nicht schlecht finde. Ich dachte von Weitem gerade, hier ist ein McDonald's, aber so weit werden sie hier wohl nicht einbauen, ne? Sterling, Route 6. Das Grün und da hoch, wenn wir einfach fahren. Lalala, da kommt nö. So, perfekt. Jetzt bin ich einfach bei Rot gefahren, wollte ich nicht. Entschuldigung. Aber ich habe mir auch gerade auf dem Bild gesehen, irgendwie, dass wir über der Haltelinie schon drüber waren. Naja, die 700 kann ich mal verkraften. Kommt leider relativ oft vor, aber irgendwie unterm Strich kommen wir immer auf den grünen Zweig. Deswegen ist mir das eigentlich relativ. So, wir sind in Sterling. Hier habe ich nichts zu erkunden. Deswegen liefern wir einfach mal ab. Wir fahren, alter Vieh. Schnell. Da vorne ist eh eine rote Ampel, von daher ist es ja wurscht. Weil, ich glaube nicht, dass die umschaltet, bevor wir da sind. Ich lass mal rollen. Doch, ha, cool, dann lass ich weiter rollen. So, die Linksabbieger wird gerade rot, hier müssen wir aber jetzt definitiv anhalten. Thank you.
Sind Motorengeräusch, ne? Ach, da, genau, neben den Spiegel. Da ist der grüne Abbiegepfeil. Ist ja geil. Und schon wieder rot, Alter, die ist so schnell. Also haben wir unser Strafzettel schon mal locker wieder drin. Ist auch schön. Also das ist der Vorteil, wenn man ihn angestellten hat und nicht 10 oder 20. Der macht nur ein bisschen mehr Geld und den Rest muss man sich immer noch irgendwie mehr oder weniger selber kümmern. Aber das Thema hatten wir alle schon. Ich sag, was ich noch richtig gut finden würde, wenn sowas mal in das Spiel reinkommt, dass man die Trailer, die man kauft, auch in der Firma dann sind und den Angestellten zuweisen kann, dass die die auch aktiv nutzen und nicht so, wie die gerade Bock haben. Das wäre vielleicht noch nicht schlecht. Wohin? Hallo? Wohin? Wohin? Ernsthaft? Rückwärts an der Rampe ran. Wir müssen außen rumfahren, hätte man da machen können, oder? Oh. Das wird hier aber noch nichts, das wird hier noch nichts. Ich frage euch nochmal richtig an Rampenhausrande, denk hier, das ist ja so nicht vertretbar. Oh. Ja, ja, ja. Nee. So. So kann auch ich damit leben. Das ist ja nicht mal so schlecht. Da kriegst du die Rampe vernünftig drin. Perfekt. Guck mal, 90 EP für Rangierbonus. Was willst du mehr? Echt, war das so wenig Geld? Na gut. Okay, wir haben... Haben wir einen kaputten LKW? Nö, alle Teile. Wir müssen in 8 Stunden schlafen. Kommen wir von hier nochmal irgendwo hin? Ich würde nach Burlington fahren, von hier aus. Haben wir was nach Burlington? Nö, nö, nö. Montrose? Nö, nö, nö. Lamar. Nee. Nee. Eieiei, aber guck mal, wir haben jetzt auch schon 18.49 Uhr. Ich denke mal, wir sollten uns hier irgendwo was zum Schlafen suchen. Da, dann tanken wir da nochmal auf und fahren von da irgendwie den Tag später gucken, dass wir irgendwie eine Fracht finden nach Burlington. Ich glaube, die kriegen wir hin, oder? Also ohne Trailer fahre ich immer wieder besenkte, aber kommst du sonst nicht vorwärts irgendwie? Ich hätte auch irgendwie mal Bock, die Karre umzubauen, dafür nur eine Triebachse haben. So eine ganz kurze kleine LKW-Karre, das wäre eigentlich auch ganz lustig. So,
da wir hier grün haben, fahr ich mal durch. Aha, hier war keine Ampel. Der Navi ist ja dumm. Nee, ist es nicht. Wir sind dumm. Okay, und zurück. Okay, jetzt haben wir den Vorteil, wir sind Rechtsabbieger, brauchen bei roter Ampel nicht ewig warten oder können fahren. Aber bringt uns nichts, wenn da einer vor uns steht. Außer wir sind wieder mega schlau und sneaken uns hier so vorbei. Blinken gut, perfekt. Hahaha, hat der Kinder gesehen. Nur Bremskraft hat er jetzt nicht so. Guck mal, ich fahre den nur ganz kurz vor der Karre, nur eben mal so. So. Jetzt können wir uns nämlich langsam wieder ein bisschen beeilen, dass wir hier in einer vernünftigen Zeit wieder fertig werden. So, jetzt kommt der Arsch, weil die Räder nicht machen hinten, okay. Haha, erfolgreich abgefangen. Mittlerweile riesig, wie die Karre bockt und zickt und macht und muckt und anhalten, aus und voll tanken. Einen vollen Tank ist immer gut. Musst du haben. So, und schlafen wäre nicht schlecht. Uns mal eine Nacht auf dem Ohr. Morgens um 5 Uhr. Alter, ist es dunkel. Pass auf, ich zeig dir mal. Wenn ich jetzt die Scheibe hochmache, geht es nur beim Motor an. Okay, verstehe ich. Du siehst in dem linken Außenspiegel nichts. So richtig, ja, nichts. Jetzt mein Rückwärts. Also der Rückfahrscheinwerfer ist jetzt an. Aber wenn du vorwärts fährst, null, nix, nada, gar nichts. Scheibe runter, geht so. Wir haben morgens um 5 Uhr. Komm, wir gucken mal auf dem Frachtmarkt schnell nach noch. Das kriegen wir noch hin, denke ich mir. Wir wollen nämlich nach Burlington. Wir stehen hier in Sterling. Gleich mal kicken, dass wir was mit CO-Kennung finden für Colorado, Montrose, Lamar, Denver. Steamboat. Springs, da waren wir schon. Also sind wir durchgefahren. Nö. Wir haben nichts für Burlington. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Colorado Springs. Haben wir da irgendwas? Schwertransport? Nein. Fahre ich in der Aufnahme nicht mehr. Lamar würde gehen, aber dann vielleicht oben rum, oder? So. Wie weit ist das weg? Das scheint weit weg zu sein. Nee. Farmers Barn, oder? Guck mal, hier im Dunkeln, jetzt sieht man die Angel Eyes richtig. Voll hübsch. Bin nicht bei Rot gefahren. Die hört ja keiner sehen. So, dann fahren wir den ganzen Quatsch wieder zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Pass auf, ich überspringe den einfach mal schnell. Das ging doch gerade mal schnell, oder was? So, hier. Stopp. Wir machen nochmal hier schnell den Auftrag fertig für die nächste Folge, denn wir wollen fahren nach Lamar mit Altverpackung, 17 Tonnen. Wir können hier hoffentlich noch halt. Die brauchen Preis, sonst kann ich nicht sehen, ob der gut oder schlecht ist, was wir hier machen. 12.152. Altverpackung. Im Kofferauflieger. Für 12.566. Haben wir noch andere coole Möglichkeiten? Irgendwas optisch Ansprechendes oder ist das alles? Nö, ist alles, was ist das denn?
Ja, wir nehmen den. Hatten wir doch nicht so oft, möchte ich sagen, ne? Da steht er. Wird wahrscheinlich hier mit dieser Plan und Flieger Konfi wahrscheinlich noch mehr Geld verdient, aber mir geht es ehrlich gesagt nicht gerade um die Kohle, sondern mehr darum, den Staat hier zu erkunden und zu gucken, was hier so abgeht. Und das hier ist doch ja nicht so hässlich. Passt zusammen. Pass auf, ich mache mal noch die Routenplanung irgendwie anders. Wir sind schon drüber über die Zeit, aber das ist mir gerade relativ, weil wir fahren hier jetzt 362 Meilen. Da wir aber hier was zu erkunden, nein, dann fahren wir einmal hier lang. 315 Meilen, 6 Stunden 20, 6 Stunden 25. Wenn wir hier lang fahren, ist das kürzer und schneller. Da ist doch die Frage völlig ausgeschlossen, dass wir, ne? Und genau. Fahren wir hier lang beim nächsten Mal. Schön ausrum. Eieiei, ganz schön weit, aber okay. Wir fahren viel geradeaus, aber wo hier? Das könnten alle Ortschaften sein, ja. Das auch. Hier gibt es nichts zu erkunden, okay. Aber gut, also machen wir das beim nächsten Mal. Das heißt, heute sind wir raus, oder ich bin raus. Und dann gucken wir mal. Ne? Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Rinnehauen.